Das menschliche Gehirn, nur etwa 2 Kilo schwer und doch so wichtig für uns. Es ist das Zentrum unserer Emotionen und unserer Gedanken und dafür verantwortlich, dass der Körper funktioniert. Das Gehirn gehört zum zentralen Nervensystem und empfängt und sendet lebenswichtige Signale. 100 Milliarden bis 1 Billion Nervenzellen durchziehen das Gehirn. Sie sind die Kommunikationsbahnen des Körpers. Ihre Aufgabe? Information weitergeben und verteilen. Doch wie genau tun sie das? Wann sendet das Gehirn welche Signale und woher weiß man das? Das Elektroenzephalogramm, das EEG, ermöglicht es, die Funktion und Aktivität des Gehirns zu untersuchen. Zwischen den Nervenzellen schießen elektrische Impulse. Ihr Rhythmus gibt Hinweise darauf, wie das Gehirn arbeitet. Beim EEG befestigen Ärzte Elektroden am Kopf des Patienten. Damit sie nicht verrutschen, sind sie in eine Mütze eingehakt. Etwa eine halbe Stunde bleibt die Mütze auf. Bei Verdacht auf eine Schädigung misst man die Gehirnaktivität auch mal einen ganzen Tag. Wenn Nervenzellen Signale an andere Nervenzellen weitergeben, entsteht ein Spannungsunterschied. Die Elektroden am Kopf des Patienten zeichnen diesen auf. Das Ergebnis? Wellenförmige Linien, die je nach Aktivität des Gehirns lang, kurz, hoch oder niedrig sind. Ist der Patient ruhig, zeigt das EEG Alpha-Wellen mit einer Frequenz zwischen 7 und 13 Hertz. Außerdem gibt es noch Beta-Wellen, die vorkommen, wenn wir zum Beispiel angeregt diskutieren. Theta-Wellen kennzeichnen leichten Schlaf, Delta-Wellen den Tiefschlaf. Bei wachen Patienten aber geben Delta-Wellen Hinweise auf eine schwere Hirnschädigung. Durch ein EEG erkennt man Krankheiten. So lassen sich Epilepsie, Schlafstörungen und auch Migräne diagnostizieren. Auch Tumore identifiziert das EEG. Trotz aller Methoden, das menschliche Gehirn wird weiterhin viele Rätsel aufgeben.